I am the Jochenen, das ist der Frühsport für Freitag, den 8. Dezember 2023. Schönen guten Morgen. Ich habe noch keine Ahnung von irgendwelchen Sportergebnissen des Donnerstagabends, weil ich jetzt gerade sehr früh am Donnerstagabend schon aufzeichne. Es macht nichts, schieben wir alles dann morgen rein. Ein Ergebnis habe ich für euch, und zwar aus der brasilianischen Fußballliga. Die ist beendet, die Saison, und da wird Palmeiras brasilianischer Meister. Die haben bei Cruzeiro Belo Horizonte ein 1:1 geholt. Das hat ihnen gereicht. Glückwunsch also zum Titel an dieser Stelle und ein bisschen Trauer angesagt für Botafogo aus Rio de Janeiro. Die lagen Mitte Oktober noch glasklar vorne in der Liga und dann haben sie in den letzten 11 Saisonspielen 0 Siege eingefahren. Noch 6 Unentschieden, 5 Niederlagen, also 6 Pünktchen aus 11 Spielen. Jetzt sind sie sogar noch auf Platz 5 gerutscht, werden also noch nicht mal mehr an der Copa Libertadores der südamerikanischen Champions League teilnehmen dürfen. Das ist richtig bitter. Aber gut, was da jetzt genau den Einbruch verursacht hat, entzieht sich meiner Erkenntnis an dieser Stelle. Wenn es jemand weiß, Kommentare. Ich bin dankbar dafür. Heutige Fußballabend ist so ein bisschen schlapp, muss ich sagen. Es sticht ein Spiel raus, das kommt aber nicht aus Deutschland. In Deutschland gibt es um 18:30 Uhr zweite Liga, Hannover gegen Karlsruhe und Wiesbaden gegen Braunschweig. Beides auf Sky Bundesliga, einzeln in der Konferenz. Um 19 Uhr die dritte Liga mit Halle gegen Bielefeld. Das gibt es live auf Magenta Sport und auf Magenta Sport Sport. Und 20:30 Uhr haben wir Hoffenheim gegen Bochum aus der Bundesliga live auf der Zone. Jo, Frauenbundesliga haben wir auch noch, Leipzig-Nürnberg 18:30 Uhr auf der Zone oder auf Magenta Sport. Jo, auch das ist nicht der große Kracher. Aber der kommt aus Italien. Da heißt es nämlich um 20:45 Uhr Juventus-Turin gegen Napoli. Zwei ganz große dominierende Teams der letzten Jahre treffen hier aufeinander. Juve momentan ganz vorne mit am Mischen an der Spitze. Napoli sucht so ein bisschen seinen Rhythmus noch. Das ist ein ganz großes Prestigeduell 2045. Wer Fußball gucken will, dem sei das empfohlen, wenn ihr Zugriff auf The Zone habt, natürlich nur. Spanien übrigens 21 Uhr, Getafe gegen Valencia. Jo, klingt auch gar nicht so spannend. Wir haben aber noch DFB-Pokal auszulosen. Auf meiner Hand habe ich die Papiertüte mit 8 Losen drin und wir ziehen mal eben das Viertelfinale des DFB-Pokals. Sind wir mal so frei. Los geht's! Der erste FC Saarbrücken. Brauche ich gar nichts tauschen. Der hat Heimrecht, das war aber klar, egal wann sie gezogen worden wären. Und die Saarbrücker spielen im Viertelfinale des DFB-Pokals gegen der wird was los sein. Den ersten FC Kaiserslautern. Also das Saarland gegen die Pfalz. Das ist wild. Das ist wirklich wild. Dann habe ich im Angebot den VfB Stuttgart. Schon mal mit Heimspiel. Sehr gut. Ich nehme alles außer Leverkusen. Das ist der FC St. Pauli. Damit kommt es nicht zum Hamburger Derby, was aber auch daran liegt, dass der HSV schon ausgeschieden ist. Ne? Dann geht es weiter mit Hertha BSC. Die spielen auch ein Heimspiel, also im Olympiastadion schon mal üben fürs Finale. Aber da müssen sie vorher noch sich durchsetzen gegen... Oh, das ist jetzt bei Leverkusen. Puh, das wird hart. Das wird hart. Da kann Leverkusen... es wird nicht richtig scharf gehen, weil ich so gekritzelt habe wieder. Da kann Leverkusen den Träumen der Hertha ein jähes Ende bereiten. Und dann bleiben nur noch zwei übrig, idealerweise. Das ist Bormönch, Borussia Mönchengladbach. Und die dürften jetzt gegen Düsseldorf spielen, wenn die Tüte hier noch ein Los beinhaltet. Da ganz unten im Knick liegt. Das kommt schon raus. So, da ist es. Genau, Fortuna Düsseldorf. Das also das Viertelfinale. So wird es gezogen vom DFB. Am Sonntag Saarbrücken, Kaiserslautern, Stuttgart, St. Pauli, Hertha BSC gegen Leverkusen und Gladbach gegen Düsseldorf. Ihr wisst schon vorher Bescheid, weil ihr diesen Kanal verfolgt und das muss sich ja irgendwie auch lohnen. Wintersport gibt es heute und zwar einiges. Und zwar im Ersten bei der Sportschau. Die übertragen ab 10 Uhr im linearen Fernsehen. Wahlweise könnt ihr die Streams verfolgen auf sportschau.de. Es gibt auch Dinge, die werden im linearen Fernsehen nicht live zu sehen sein. Deswegen könnt ihr da dann ausweichen. Ich glaube, Rodeln, Skeletten, Eiskunstlaufen, sowas, das gibt es alles nur im Stream. Was auf jeden Fall im Fernsehen laufen wird, ist, doch Skeleton wollen sie zeigen, sehe ich gerade hier. Na dann, Biathlon wird laufen, natürlich klar, Hochfilzen, der Sprint der Männer und der Frauen. Skicross gibt es wieder in Val Thorens um 13.40 Uhr, Männer und Frauen. Und dann gibt es Skispringen-Quali in Klingenthal, also in Deutschland. Das gibt es am Nachmittag um 3:45 Uhr. Haben wir noch was? Ski-Alpin gibt es noch, Super-Ski der Frauen in St. Moritz. Das müsste der Programmteil im linearen Fernsehen sein. Dazu habe ich schon gesagt, Rodeln gibt es beispielsweise in Salt Lake City. Dann gibt es Eiskunstlauf Grand Prix Finale, habe ich schon was gestern zugesagt. Jo, also schaut rein, ein nettes Ski- und Winterprogramm von 10 bis so grob 17 Uhr, glaube ich, soll es gehen. Das Ganze könnt ihr auch verfolgen auf Eurosport 1 und 2. Die sind auch mit dabei mit vielen Wettbewerben. Auch da gucken wir mal ganz kurz drüber, was es gibt. Ja, auch Ski-Alpin, Ski-Cross, Biathlon, Skisprung-Quali. Also da werdet ihr versorgt. Wenn ihr Wintersport sehen wollt, soll es keinem mangeln.
Das ist die gute Nachricht. Dann kann ich euch nicht sagen, wie die deutschen Handballerinnen gespielt haben, weil das Spiel läuft gerade noch. Jetzt hier am Donnerstag, wo ich aufzeichne, in derselben Gruppe kann ich aber schon sagen, Polen hat gegen Serbien sich durchgesetzt. Das ist wichtig und das bedeutet aber auch, dass Serbien schon so gut wie raus ist aus dem Rennen ums Viertelfinale. Die Deutsche Eishockeyliga spielt heute Abend 6 Spiele ab 19:30 auf Magenta, live einzeln oder in der Konferenz. Wir haben Augsburg-Straubing, Düsseldorf-Schwenningen, München-Wolfsburg, Fishtown gegen die Eisbären, das Topspiel, Fishtown gegen die Eisbären. Iserlohn trifft auf die Frankfurter und Nürnberg gegen die Adler Mannheim. Aber das Topspiel ist Fishtown gegen die Eisbären, 2 gegen 1. Das könnte abgehen. Euroleague haben wir im Basketball. Olympiakos empfängt Bayern München um 19:45 live zu sehen auf Magenta Sport. Und in der Handball-Bundesliga 2 Spiele. Flensburg-Handewitt gegen Wetzlar um 19 Uhr und Eisenach-Leipzig um 20 Uhr. Die beiden dann auf Dein Sports. Die Handball-WM der Frauen geht weiter mit 6 Spielen auf Sportdeutschland gegen Extragebühr ab 15:30, aber eben ohne deutsche Beteiligung. Dann haben wir noch im Angebot den ganzen Wintersportblock. Hatte ich ja schon. Dort war es, glaube ich, schon. Ist gar nicht so voll der Sportfreitag, weil der Fußball so dünn ist. Irgendwie. Na gut, ist dann so. Das war der Sportfreitag schon. Ich habe unser Adventskalender-Türchen für euch und das mache ich auch recht knapp. Ihr merkt es vielleicht ein bisschen, ich habe gerade nicht viel Zeit, deswegen alles heute ein bisschen kürzer. Morgen wird es wieder entspannter. Adventskalender-Türchen heute, ich muss noch weg vom Fußball. Letzten Tag haben wir jetzt immer Fußball gehabt. Ich will gerne mal eine kleine Anekdote vom Beachvolleyball. Es ist nochmal Olympia 2012, da war ich schon gewesen. Da komme ich auch bestimmt nochmal hin, weil da war einiges los. Aber Beachvolleyball in der Horse Guards Parade. Wer das kennt, wer in London schon mal war, das ist dieser Hinterhof, wo immer die Queen dann immer ihre Geburtstagsparaden abgehalten hat, eine Riesenfläche, da haben sie diese Beachvolleyballanlage aufgebaut, sehr schön gelegen und da waren wir gewesen, haben ein bisschen Beachvolleyball geschaut und hinter uns, direkt hinter uns, saß ein augenscheinlich A tschechischer Fan, der B augenscheinlich durchaus schon einige Bier hatte an dem Tag. Hatte eine ziemliche Fahne, war aber gut gelaunt soweit und grölte in einer Tour auf die Melodie von Halleluja, sang er die ganze Zeit Czech Republic. Er stand dann dazu auf, das hat er immer sehr zelebriert, also er steht auf, holt Luft und dann kam Czech Republic. Es war einfach ganz witzig, er hat den Leuten rundherum animiert mitzumachen, einige haben dann nochmal mitgesungen und so. Der Witz an der Sache ist, dass in dieser gesamten Beachvolleyball-Session kein einziger tschechischer Spieler oder Spielerin auf dem Feld war. Also wir haben ein deutsches Team gesehen, wir haben Brasilianer gesehen, wir haben US-Amerikaner, ich glaube Schweden waren dabei, aber es gab keine Tschechen. Das war mir aber völlig egal, immer nach einem guten Schlag, nach einem guten Punktgewinn sprang er auf und brüllte Czech Republic. Entweder er hat einfach die Tickets gehabt und hat gesagt, ich mach das Beste draus, wenn die Tschechen schon nicht spielen. Oder es war ihm gar nicht so klar, wer da spielt. Vielleicht hat er das gar nicht mitgekriegt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, das hat uns sehr erheitert. Die Spiele waren jetzt eher belanglos. Aber der Kollege da hinten dran, der hat das Ganze wirklich sehr aufgewertet. Und es ist bis heute noch so, wenn ich irgendwo bin und jemand sagt Czech Republic, auch wenn irgendwo bei einer Veranstaltung das irgendwo aufgerufen wird, Olympia oder weiß nicht wo, und dann entfährt mir immer ein Czech Republic. Und da weiß aber keiner mehr, was es bedeutet. Wenn ihr mich irgendwo mal seht oder so oder ihr hört irgendwo, dass jemand das singt, dreht euch mal rum, es könnte ich sein, dann singt bitte mit und gebt euch zu erkennen. Das würde mich freuen. Das war die kleine Adventskalender-Anekdote heute für das Türchen Nummer 8. Nicht so spektakulär wie die letzten Tage, aber vielleicht wird es morgen ja wieder spektakulärer. Ich glaube schon. Danke fürs Zuschauen. Das war der Frühsport für den Freitag. Macht euch einen netten Freitag, kommt gut ins Wochenende. Und der Samstag und der Sonntag, die bieten dann einiges an Highlights. Das kann ich schon mal versprechen. Schaut morgen wieder rein. Ich würde mich freuen. Und bis dahin verbleibe ich mit schönen Grüßen. Tschüss.